Hi! Am Montag habe ich zum ersten Mal einen schriftlichen Guide für PoE verfasst. Und zwar über den Elemental Crit Ranger. Es gibt im Endeffekt drei Arten, Grundarten, wie man den Ranger momentan spielt. Einerseits mit einem physischen Bogen, das ist so das bekannteste. Der bekannteste Guide davon ist von Neversync zum physischen Ranger. Dann gibt es die Möglichkeit mit einem Voltaxic. Ja, sehr beliebt auch momentan, wahrscheinlich noch beliebter als alles andere. Ist momentan, ja, sehr stark auf jeden Fall. Und als drittes mit einem Windripper. Ihr seht also, die Waffe bestimmt im Endeffekt so ein bisschen das Bild, was man spielt beim Ranger. Und der Vorteil vom Windripper gegenüber den beiden anderen ist halt vor allen Dingen die Quantity und die Rarity. Und natürlich auch der hohe APS und der hohe Crit. Ja, also das sind die Stärken vom Windripper. Und dadurch hat er durchaus einen Platz. Also gerade wenn es darum geht, schnell, effizient mit MF zu farmen. Ja, dafür ist wirklich der Windripper super. Macht sehr viel Spaß durch den hohen APS. Und ja, im Gegensatz aber natürlich zum physischen Bild holen wir uns den Schaden nicht über unser Physical Damage auf der Waffe. Der ist ja nur ganz niedrig auf dem Windripper. Logisch, ne? Deswegen heißt es ja auch Elemental. Den Schaden holen wir über den Elemental Damage auf der Waffe, hier 36 bis 59, 1 bis 96 Lightning. Wir holen den über Auren, zum Beispiel sowas wie Wrath oder auch Herald of Ice. Ja, auch da Damage to Attacks, Cold Damage to Attacks. Über die Support Gems, also hier wie zum Beispiel Added Lightning. Und natürlich dann wird der gesamte Schaden nochmal von Weapon Elemental Damage gebufft. Also der gesamte Elemental Damage wird über More Weapon Elemental Damage einfach mal 1,59 genommen, in meinem Fall. Und das macht den Bild dann halt sau stark. Und aber wir holen uns auch Schaden über den Passive Skill Tree einerseits und natürlich über diesen Gem hier. Ja, das sind sozusagen, das sind all die Werte, hier seht ihr es, 1 bis 92 Lightning Damage to Attacks gibt dieser Jewel, was sau stark ist. Static Electricity. Ja, und also der Schaden von Wrath 16 bis 248. Die Elemental Damage Werte hier, der Added Lightning, die addieren sich alle zusammen und sind natürlich relativ hoher Schaden, besonders dann zusammen mit dem More Elemental Damage. Und pro Attack machen wir also einen großen Elemental Schaden und wir haben sehr viel APS mit dem Bild, machen also mit jedem Attack ordentlichen Schaden. Das führt dazu, dass man mit dem Windripper ohne Probleme, mit gutem Gear natürlich, die höchsten Maps farmen kann. Über Aziri ist vielleicht so eins der wenigen Sachen, die nicht unbedingt mit dem Bild so gut sind. Da sollte man mit Voltaxic rangehen. Aber Aziri geht wunderbar. Man kann super schnell farmen, man ist sehr, sehr schnell. Man kann die höchsten Maps spielen. Also wirklich, wirklich tolles Bild, meiner Meinung nach. Ja, und was natürlich dann auch noch dazu kommt, ist die Quantity und Rarity auf dem Windwhipper. Besonders Quantity ist sehr wichtig und sehr selten und sehr teuer. Quantity bedeutet also, wir droppen 15% mehr Items. Und das bildet natürlich eine schöne Synergie zusammen mit der Rarity. Wenn dann auch noch die mehr Items eine erhöhte Rarity haben, ja, findet man insgesamt deutlich mehr Uniques und auch deutlich mehr gute Rare-Items. Ja. Sollte man nicht unterschätzen. Deswegen lohnt es sich auch ruhig, den Char ein bisschen Richtung MF noch weiter aufzubauen. Ja, also, wir haben hohes Farm, wir haben hohen Farmspeed, die Vorteile hoher Farmspeed. Wir haben sehr schönes Gameplay durch den hohen APS. Das macht dann auch sau Spaß, wenn ihr seht, wie schnell ich schieße. Kann man so Stutterstep und ich bin jetzt noch nicht mal gebufft mit irgendwas. Und das geht schon sehr schnell. Was auch noch gut ist, wir können. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit Lightning Arrow und Blast Rain. Das ist auch so das Empfehlenswerteste momentan. Aber man kann auch ganz viele andere Varianten spielen. Man kann mit Tornado Shot spielen, mit Ice Shot, mit Burning Arrow, mit Frenzy. All das geht. Also, ihr könnt viele Bow-Skills ausprobieren. Das ist allerdings bei eigentlich allen Bow-Chars so. Die sind sehr nah beieinander in ihrem, wie gut sie sind. Also, es ist dann ein bisschen Geschmackssache, was ihr im Endeffekt spielt. Wir haben erhöhte MF-Werte, habe ich ja schon gesagt. Man hat kaum Lag mit dem Bild. Also, ihr kennt ja, es gibt viele Builds mit zu vielen Animationen und so weiter. Lightning Arrow ist jetzt nicht der lagfreiste Skill, aber es geht wirklich super. Also,
Auch mit einem schlechteren Computer kann man das gut spielen. Und was eine der entscheidenden Änderungen ist, ist, mit Patch 2.1 wurden diese Leech Nodes hier verändert. Die waren früher, haben die nur über physischen Damage ihr Mana und Leben geleecht. Und jetzt auch über Elemental Damage. Attack Damage bedeutet jeglicher Damage. Nicht nur der physische, nicht nur der Elemental, sondern beides. Also alles, was geht. Mehr gibt's nicht, ja. Und das führt dazu, dass wir sehr viele Möglichkeiten jetzt haben. Und eigentlich ist das der Grund, wieso auch dieser Windripper-Build echt sau stark ist momentan. Auch wenn er nicht so viel gespielt wird. Wir haben nämlich hier den Life Leech und den Mana Leech und zusammen mit Wahlpakt haben wir nicht mal Probleme mit Ele Reflect. Also sehr, sehr nice zu spielen. Ja, man kann damit Aziri legen, die höchsten Maps spielen. Über Azir nicht gerade unbedingt, geht bestimmt auch, aber ist ziemlich schwer. Weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Gibt auch natürlich auch Nachteile, wenn es so viele Vorteile gibt. Es ist nicht das Billigste, das muss man sagen. Es ist auch nicht das Teuerste. Also, mein gesamtes Gear kostet lang nicht so viel wie ein richtig, richtig guter physischer Bogen. Nur ein physischer Bogen. Das gesamte Gear von mir. Aber es ist natürlich auch nicht das Billigste, weil man braucht halt ein paar Items, die ein paar Ex kosten. Also Rat's Nest kostet mindestens 2 Ex, Maligaros kostet mindestens 2 Ex, Windripper auch mindestens so 2 Ex. Es sind nicht die billigsten Items. Man kann aber dieses alles auch ohne diese teuren Items spielen. Also es wird halt nur ein bisschen teurer, so mittelteuer, wenn man den Build optimiert. Man kann, und das zeige ich gleich auf, auch den Build ohne diese Items spielen. Es funktioniert auch gut. Dann mit das Leveln ist auch nicht unbedingt das Beste mit dem Ranger, aber es geht gut. Es geht gut, ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war es, glaube ich, viel schwerer mit dem Ranger zu leveln. Und was man auch noch sagen muss, es ist nicht das tankigste Build. Also man ist ein Ranger, man hat maximal vielleicht so 5.000, 6.000 Leben, das ist maximal. Man ist in der Defensive nicht so gut. Aber das ist ja, man ist auch eine Range-Klasse, diese Gegner sollten nicht unbedingt an einem rankommen. Aber das tun sie hin und wieder und dann wird es gefährlich. Also das muss man schon betonen, das ist schon, man ist squishy als Ranger. Ja, also dann zum Leveln. Wie leveln wir? Man nimmt am besten einen Stormcloud, das könnt ihr auch nochmal im Guide nachlesen. Ich zeige es euch hier vielleicht nochmal. Den kann man ab Level 10 benutzen. Wunderbar dafür, sehr viel APS, ne? Und das ist das, was wir brauchen, und ein bisschen Ele Damage, 1 bis 85 Ele Damage. Perfekt zum Leveln von einem Ele Ranger. Man sollte dazu sagen, vielleicht ist es einfacher, erst einen physischen Ranger zu spielen und dann den Ele Ranger. Aber es geht wunderbar, auch direkt einen Ele Ranger zu spielen. Und deswegen beschränke ich mich mal darauf. Ansonsten spielt man erst einen physischen Ranger und wechselt dann auf Windripper, wenn man genug Currency hat. Und dann, was der Trick meiner Meinung nach überhaupt ist zum Leveln, ist der Static Electricity. Ihr seht es, also für jeden ein Punkt Dexterity, der in diesem Radius ist, kriegen wir ein Maximum Lightning Damage dazu. Ja? Und wenn ihr mal hier guckt, wir haben hier Dex, hier Dex, hier Dex, hier Dex, hier, hier, hier. Hier, 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 hier und hier sind sogar nochmal 20. Ja, also beim Leveln kann man ruhig erstmal diese ganzen Dex-Nodes nehmen. Auch die hier, die kann man ja später wieder wegnehmen. Und dadurch macht man dann extrem viel Schaden mit dem, weil man kriegt nirgendwoher so viel Schaden wie über diese Dex-Nodes am Anfang. Ja, also dieser Gem kostet so 8 bis 10 C momentan. Vielleicht wird er auch teurer oder billiger. Wenn ihr das euch leisten könnt zum Leveln oder irgendwo herkriegt, viel, viel einfacher geht es damit. Ansonsten kann man natürlich auch mit einem Knight's Hold, könnt ihr mal gucken, auf PoE Trade mit Flame Totem oder Firestorm spielen, das geht auch. Ja, einfach mit Spells erstmal. Vielleicht ist es am Anfang sogar noch stärker, aber naja, ist Geschmackssache. Die Bandits, da holen wir erst Oak, dann Kraitin. Und dann holen wir uns entweder in Merciless
den Frenzy Charge oder den Power Charge. Ich bin mir da selber nicht so ganz so sicher. Ein Frenzy Charge seid ihr immer auf der sicheren Seite, aber ein Power Charge ist auch sau stark, weil ihr dann halt sehr viel Crit habt. Also müsst ihr da selber gucken. Wie gesagt, Frenzy Charge macht da nie was falsch. Ich habe den genommen. Den Skill Tree seht ihr ja hier. Den könnt ihr auch im Guide nochmal gucken. Da kann man auch einiges noch verändern. Man kann zum Beispiel hier mehr Movement Speed sich nehmen. Man kann auch noch ein bisschen mehr Mana Leech sich nehmen. Man kann hier auch ein bisschen umbauen statt Sniper. Man kann Sniper statt Cold Hearted Calculation nehmen. Aber so im Großen und Ganzen ist der eigentlich immer gleich aufgebaut. Man kann zum Beispiel auch diese vier hier weglassen, wenn man ein bisschen weniger Defense will. Ein bisschen mehr Offensive gehen möchte. Also, ja. Ihr solltet beim Leveln, wie gesagt, erst auf diesen Static Electricity euch konzentrieren, also die ganzen Dex-Nodes nehmen. Ihr könnt auch diese Projectile-Damage-Nodes noch dazu nehmen. Ja, hier die, die man auch wieder später rausnimmt. Das ist überhaupt kein Problem, dass man die später wieder rausnimmt. Ja, und dann die ganzen Dex-Nodes für Static Electricity. Und dann würde ich hier runtergehen beim Leveln, das mir alles hier holen. Oder vielleicht noch hier rüber und hier noch die Leechen, Mana Leech Notes holen. Je nachdem, wie wichtig es euch ist, ob ihr ohne Mana Flask spielen wollt oder ob ihr lieber einfach immer Mana Leech haben wollt. Ja, dann könnt ihr auch erst hier rüber gehen, das holen, dann hier rüber und dann geht ihr hier, holt euch das alles hier hoch und am Ende das hier. Ja, also so würde ich ungefähr leveln. Ist auch nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Bedenkt, dass es hier Mana Leech gibt, was ihr benutzen könnt beim Leveln halt, wenn ihr keine Mana Flask trinken wollt. Aber man kann beim Leveln auch ruhig mal ein bisschen Mana Flask trinken. Ja, das ist kein Problem. So, dann zu den Skill Gems selber. Ich habe ja schon gesagt, es gibt da einige Möglichkeiten. Man kann eigentlich alle Bow Skills benutzen hiermit. Ich empfehle in der Main Hand oder als Main Attack, nicht in der Main Hand, als Main Attack, Lightning Arrow. Da benutzt man Lightning Arrow, GMP, Chain, Weapon Elemental Damage, Added Lightning, Faster Attacks in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Ja, das ist hier. Ich benutze jetzt zum Beispiel nur einen 5 Link mit dem Elo Ranger für meinen Main Attack und habe im 6 Link dann mein Single Target Skill und das ist Blast Rain. Und Blast Rain ist so stark für Single Target, da kann ich euch, würde ich euch absolut abraten, was anderes zu benutzen. Macht auch Spaß, der Skill. Ist ein spaßiger Skill. Ja, und beim Blast Rain benutze ich Blast Rain Concentrated Effect. Das ist wichtig für Single Target Damage, Added Lightning, Faster Attacks, Added Cold und Weapon Ele. Habe es jetzt nicht in der Reihenfolge der Wichtigkeit gesagt, aber könnt ihr im Guide alles nochmal nachlesen. Die Alternative zu Lightning Arrow ist Split Arrow. Das wird auch sehr viel gespielt. Könnt ihr auch da den Link im Guide nachgucken. Bei den Auren gibt es eigentlich meiner Meinung nach nur zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar Herald of Ice würde ich immer benutzen. Herald of Ice zusammen mit Assassin's Mark und Curse on Hit. Damit cursen wir einerseits die Gegner, kriegen eine Aura, die unser Damage bufft. Und ist saustark. Assassin's Mark, daher kriegen wir unsere Power Charges, erhöhte Crit Chance, mehr Damage, also Life Pack, wenn killed, Mana, wenn killed. Also saustarker Curse für Crit Builds, wenn man nicht Hardcore spielt. Unersetzlich. Und dann ist halt die Frage, was wir dann dazu nehmen. Mit Wrath seid ihr immer auf der sicheren Seite. Damit kriegt ihr vor allen Dingen viel Damage und solltet ihr auch die meiste Zeit benutzen. Wenn ihr sehr gutes Gear habt, das wurde mir von Neversync gestern halt als Tipp gegeben, kann man auch Haste nehmen. Haste gibt zwar nur Attack Speed, aber auch Movement Speed. Und was daran schön ist, wir brauchen für Wrath, ihr seht, 155 Int, eine Menge Int. Und wenn wir Haste nehmen, können wir sehr gut auf den Gear of Int verzichten und haben dadurch sparen ein Skill-Point meistens und auch sonst auf dem Gear brauchen wir nur ein, zweimal Int mehr dann noch zu haben und um alle Gems benutzen zu können. Ja, aber in meisten Fällen, wie gesagt, Wrath nehmen, weil es einfach so viel Damage gibt dadurch, ja.
Ja, dann, was auch noch wichtig ist, Blood Rage benutzen wir. Damit holen wir uns unsere Frenzy Charges. Ganz, ganz wichtig, die Frenzy Charges. Und man kriegt auch noch Life Leech und Attack Speed. Also wahnsinnig stark. Ganz, ganz wichtig zu benutzen. Zum Movement benutzen wir Blink Arrow. Da muss man gar nichts groß verlinken oder so. Ja, damit man auch mal irgendwie über irgendwelche Klippen kommen und sowas. Und ein bisschen schneller sind. Und dann habe ich noch ein Curse When Damage Taken Setup. Nicht Curse When Damage Taken, Cast When Damage Taken. Mit Immortal Call und Increased Duration. Ja, achtet dabei auf die Level. Im Cast When Damage Taken steht drin, was für ein Level der Immortal Call haben muss. Den Increased Duration könnt ihr weiter so hochleveln, wie ihr wollt. Beim Golem nimmt man den Ice Golem. Guckt, dass ihr den auf Quali kriegt und auf ein hohes Level, sonst stirbt ihr euch die ganze Zeit weg. Der gibt Crit-Chance und Accuracy, ganz wichtig. Ja, so, das ist erstmal so die Buffs, die Gems, die Auren und so weiter. Und dann noch zum Gear mal schnell. Wie gesagt, man kann Windripper nutzen. Ich habe euch aber versprochen, ich zeige euch mal, was man auch nehmen kann. Und zwar habe ich jetzt einfach mal gesucht hier. Bow mit 1,35 APS, 7,3 Crit-Chance und 175 Elemental DPS, ja, wir wollen ja Elemental spielen. Und wenn wir da mal gucken, nee, nicht 2x, 1c. Ja, also 4c. Schöne Bows gibt es hier mit 179 Elemental DPS und sogar auch physischer DPS ist auch nicht schlecht. Ja, insgesamt 336 DPS, wie ihr seht, mit 744 Crit, bisschen wenig APS für 4c. Ja, also so Bögen sind super für den Anfang und kann man wunderbar mit spielen. Man kann auch sogar die Stormcloud, den Stormcloud-Bogen bis zum Windripper benutzen. Ja, aber ihr seht, wenn man ein bisschen guckt, das Angebot von solchen Bögen ist nicht groß, aber für wenig Geld gibt es sehr gute. Beim Helm nimmt man Red's Nest. Ihr könnt auch erstmal natürlich einen Rare-Helm nehmen mit Resis und Leben für 1, 2C. Reicht da vollkommen aus. Dann bei der Rüstung empfehle ich einfach eine Rare-Rüstung. Man kriegt da so schön die Resis, Max Life, Evasion. Ich bin absoluter Fan von Rare-Rüstung. Aber man kann natürlich auch da Restos Defiance nutzen. Man kann einen Hardcore Lightning Coil benutzen. Aber ich empfehle die Rare-Chest. Beim Köcher einfach Crit-Chance, Crit-Multi, Max Life, Elemental Damage und ein Resi noch optimalerweise. Implizit haben die meisten Crit-Chance. Adds an additional arrow ist das allerbeste, ist aber ziemlich teuer. So ein Köcher kriegt man nicht unter 3x. Da erstmal das zurücklegen, bis man das restliche Gear optimiert hat. Solange kann man auch ruhig für 5 bis 10 Chaos kriegt man sehr schöne Köcher schon, wenn man ein bisschen guckt. Dann bei den Boots empfehle ich auch Rare Boots. Entweder man Rare Boots und da kann man übrigens halt auch noch Int raufcraften, wenn man nur zwei Resis macht. Ich würde mindestens 25 Movement Speed empfehlen und sowas wie Rarity ist halt auch wunderbar, wenn es noch drauf ist. Man kann allerdings auch die Ciri Steps benutzen hier. Ja? Die geben halt noch mehr Defense mit 14% Chance zu Dodge Spell Damage. Das wäre die defensive Variante. Dann bei den Handschuhen einfach Rare-Handschuhe oder. Auf Rare-Handschuhe kann man noch Attack Speed draufcraften, sofern es nur zwei Resis hat. Max Life und auf Rare-Handschuhen kann auch noch Elemental Damage drauf sein. Aber die DPS-Variante Best in Slot ist Maligaros. Nicht unbedingt Best in Slot. Es gibt nämlich, wurde mir auch gestern erklärt, noch Shadows and Dust. Das sind Handschuhe, die sind sehr teuer. Aber das ist vielleicht, sind sie vielleicht sogar die allerbesten, wie mir gesagt wird. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Muss ich aber unbedingt mal machen. Bei dem Gürtel empfehle ich einen Rare-Gürtel. Ich habe oder diesen The Wretch hier. Aber ich meine, ich denke, in den meisten Fällen ist ein Rare-Gürtel gut. Mit Elemental Damage, drei Resis und Max Life und Stärke kann man sich da auch holen. Die fehlenden Resis, die man dann nicht hat. Ja, die fehlenden Resis, die gleicht man dann aus über die Ringe und guckt dann noch, dass man über die Ringe und über das Ammo möglichst viel Offensive sich holt. Ne? Die Ringe und Ammos haben ja immer so gute offensive Stats und da will man nicht drauf verzichten unbedingt. Allerdings muss man die Resis ausgleichen, dass man gemaxt ist in den Resis und dann erst auf die
Offensive gucken bei den drei Items. So sieht's aus. Dann gibt es natürlich noch die Flasks. Eine Instant Recovery empfehle ich, eine mit normaler Recovery. Die halt sozusagen, ne, eine Art Life-Rec gibt, einen schnellen. Auf der würde ich Remove Bleeding haben, nicht auf der Instant Recovery, weil man oft ja mehrfach hintereinander Bleeding bekommt. Und wenn man nun auf einer Instant Recovery hat, macht man die nur einmal kurz weg. Und hier bleibt man halt 2,7 Sekunden gegen Bleeding immun. Dann eine Quicksilver mit Gain Flash Charge, wenn ich einen Critical Strike deale, mit Increased Movement Speed, Aziris Promise. Und ich habe noch eine Evasion Flask. Ich glaube, best in Slot wäre hier statt der Evasion Flask ein Taste of Haste. Taste of Hate, sorry. Aber ja, bin ich noch nicht so ganz bereit dazu, so viel Kohle dafür auszugeben, auch wenn sie sau stark ist. Ansonsten ist hier auch noch eine sehr gute Alternative, die Divination Destillat für Rarity und Quantity. Das ist wirklich sehr stark und die gibt auch nochmal 6 zu allen Elemental Resistance. Ziemlich starke Flask, eben weil wir auch noch den Windwhipper haben mit Quantity und Rarity, ist die sehr auch zu empfehlen, noch dazu zu benutzen, zum Beispiel statt der Evasion Flask. Und so sieht's aus. Das ist alles, was ich zu sagen habe zu den Ele Ranger. Ich glaube, alles, was ihr auch wissen müsst, hoffe ich zumindest. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Eins der besten Builds, die ich bisher im PoE gespielt habe. Bis zum nächsten Mal.